Wir wechseln sofort die Kategorie und eine ganz andere Stilrichtung. Wir gehen zu den Evergreens mit der Startnummer 2 aus Burgdorf oder wie wir sagen, aus Burtlöf. Das sind Tornados. Wir sind Tornados. Und wir kommen aus Burgdorf. Und bei uns rockt's. Also eigentlich haben wir schon wirklich viel umeinander gespielt. Ich denke, wir haben schon zu Genua gespielt, wir haben Korsika gespielt, wir haben Tunesien gespielt, wir haben Sizilien gespielt, wir haben Sardinien gespielt. Ist natürlich alles innerhalb von 6 Tagen auf der Kreuzfahrt passiert, aber sonst hauptsächlich schon in der Schweiz. Wir spielen an jedem Fest, ob jetzt 50 Personen oder 1000 Personen, 2000 Personen. Und das Highlight war sicher das Thunfest 2010. Wir geben eigentlich den Songs, die wir nachher spielen, oder probieren zumindest, immer eine eigene Note zu geben. Und vielleicht auch als Beispiel das Campari Soda, wo wir sicher auf einem ziemlich eigenen Weg spielen. Und ich finde, das dürfen wir schon als Highlight anschauen. Hallo zusammen. Hallo, Toni. Hallo. Also, als wir erst im Saal gestanden, vor dem Toni, es war schon ein spezielles Gefühl. So eine Grösse sieht man nicht alle Tage. Und dann bin ich schon ein bisschen nervös geworden, ruhig. On your left, you can see Toni Vespoli. We nehmen noch ein Bacardi Cola. Ich fand, wir haben einen guten Song parat, wo wir den Toni damit umholen können. Und haben das Lied im Vortritt und dann klappt es. Und ja, ich konnte Glück rausrennen. Ich habe einen gesehen, der das Trendchen verdrückt hat. Im Emmental steht er in den Schulbüchern, Köbel, der Krieg und der Sepp. Das passt perfekt zu uns, weil wir haben im Vorfeld auch schon so alte Volksweisen aufgepeppt. Wir haben uns sofort eigentlich gerade eine Probe gemacht. Ja. Und dann steigen wir ein, diese alle drei zusammen ein bisschen depp. Das ist dann gleich der Einzeller, so steigen wir ein. Das ist eine gute Idee. Probieren wir. Und dann machen wir das Körli. Der Toni hat uns besucht im Proberaum. Und wir haben natürlich wahnsinnig Freude gehabt, als wir ihm den Song vorführen konnten, live. Ich finde, die haben das sehr gut gemacht. Sie haben eigene Ideen reingebracht, haben Teile Sachen von mir übernommen. Und das, die Kombination ist sehr gut. Wenn du mit einem Macher zusammenarbeitest, der mit Bau 70 noch so einen Erfolg hat und eigentlich über die ganze Zeit, sicher über 45 Jahre konstant erfolgreich ist in der Schweizer Musikszene, dann hat das ganz sicher Vorbildfunktion. Super, super. Das bollert schon recht jetzt. Ja, mit dem im Befahrer halt. Yeah! Okay. Wie du meinst? Wie meinst du das mit überfahren, Toni? Ja, stimmen natürlich alle für Nummer 2, das ist ja klar. Nach so einem Song. Ist alles gelaufen. Der Köbel, der Kriegel und der Sepp, hat es die drei eigentlich einmal gegeben? Nein, aber der es geschrieben hat, hat es gegeben. Das ist mein Onkel. Fast logisch. Und, das muss ich geschrieben haben, bevor ich geboren worden bin, weil ich hatte so einen geschnitzten Aschenbecher, den er einmal jemandem geschenkt hat. Und von der Witwe von dem habe ich das dann bekommen, wo der Mann gestorben ist. Und hat sehr freut. An dem immer noch, dort steht 1942 drauf, und das ist mein Jahrgang. Also muss es vorher noch geschrieben haben. Also ein sehr altes Lied. Warum hast du so Freude an den Tornados? Ich habe einfach gefunden, die haben genau den Groove, den ich mir vorgestellt habe, was es für das Lied braucht. Und ich bin voll überzeugt, dass sie das auch überbringen. Sie haben auch schöne Ideen gehabt, am Anfang so mit dem Chörli, das habe ich super gefunden. Und wir hören es.